Hallo und herzlich willkommen beim Sau-Koi-Schrein. Ich bin Mahadivi und bei diesem Schrein wird es wieder ein bisschen schwierig. Denn hier unten wartet ein Nanowächter auf uns. Das heißt, ich werde gleich mal meine Ausrüstung noch ein bisschen pimpen. Bei Nanowächtern ist immer wichtig, dass man antike Waffen dabei hat. Das können entweder Schwerter von anderen Nanowächtern sein oder antike Waffen, die man im Akala-Institut gegen antike Materialien eintauschen kann. Also ihr merkt schon, super antik das alles hier. Bevor es losgeht, schnell noch meine schönen starken Rüstungskleider anziehen. Ach, leichte Kraftprobe. Wenn einem die Schwerter ausgehen, tun es im Notfall auch Bombenpfeile ganz gut. Und wenn es Bombenpfeile nicht tun, dann naja. Kommt am besten später nochmal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Arsch. Denn mein Schwert ist weg. Komm schon. Ich überlege gerade, vielleicht komme ich ja hiermit ein bisschen weiter. Die verbrechen alle auch noch gleich. Oh, das ist gut. Diesen Aufwind nutze ich für ein, zwei Bombenpfeile. Lebt er noch? Ja. Und jetzt geht das ganze Spiel nochmal von vorne los. Oh. Das geht natürlich auch. Perfekter Block ist hier angebracht. Tada. Und schon ist der Wächter hinüber. Yay! So, da hinten liegen seine Waffen. Da hätten wir einmal den Wächterschild. Cool. Den will ich haben. Der ist gar nicht so schlecht. Und was haben wir hier? Ein Wächterschwert. Oh, aber nur ein kleines. Schlechter Tausch. 40er Schwert ist kaputt gegangen, 20er Schwert bekomme ich. Naja, bei stärkeren Wächtern muss ich dann wohl nochmal ins Akala-Institut und mir ein neues Schwert holen. So, da ist eine Kiste. Was gibt's denn Schönes? Naja. Lohnt es sich dafür, was rauszuschmeißen? Ah, nicht wirklich. Also ab zur Ekelmumie. Tada! Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Schrein von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Mahadevi. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und ich hoffe natürlich, ihr hinterlasst einen Daumen nach oben. Also bis dann, noch viel Spaß beim weiteren Spielen. Ciao!